Und mit dem feierlichen Schlusssegen endet die Christmette, die Papst Benedikt XVI. Im Petersdom gefeiert hat. Es folgt nur noch eine Weihnachtstradition hier in Rom. Man singt gemeinsam das Tu scendi dalle stelle, das italienische Weihnachtslied. Du steigst von den Sternen, o Himmelskönig, und kommst in eine kalte, eisige Höhle, o mein göttliches Kind, o heiliger Gott, o wie viel kostet es dich, mich zu lieben. Papst Benedikt wird mit seinen Konzelebranten und dem Altardienst nach hinten sich begeben in die Peterskirche, dort wo in einer Seitenkapelle die Krippe im Petersdom aufgebaut ist. Begleiten werden ihn ebenfalls die 10 Kinder, die bereits beim Einzug Blumen getragen haben. Sie nehmen diese Blumen jetzt wieder mit und bringen sie dort hinüber zur Krippe in die Seitenkapelle. Hat die Christusfigur, das Bambinello, bereits in die Krippe gelegt und dort wird es dann von Papst Benedikt XVI. Verehrt werden. An dieser Stelle darf ich mich bereits von Ihnen verabschieden und Ihnen eine gesegnete Weihnacht wünschen. Alles, alles Gute Ihnen, wo auch immer Sie uns zuhören und zuschauen. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort und ich verabschiede mich ganz besonders herzlich von all denjenigen, die uns über unsere Partnersender
zuschauen und zuhören. Und natürlich auch diejenigen. Und diejenigen, die bei Radio Vatikan direkt eingeschaltet sind. Buon Natale, Auguri und alles Gute und ein gesegnetes Fest. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.